Gasimporteur Cefe wird verstaatlicht. Schlüsselunternehmen soll deutsche Energieversorgung sichern. Der deutsche Staat übernimmt Cefe. Das Unternehmen Cefe Securing Energy for Europe befindet sich seit dem Frühjahr aufgrund der erhöhten Energiepreise in Zahlungsschwierigkeiten. Der deutsche Staat hat Cefe zunächst Milliardenhilfen gewährt, um die Energieversorgung sicherzustellen. Wie sich jetzt herausstellt, hat diese Unterstützung alleine nicht ausgereicht. Zu Anfang dieser Woche kündigte der deutsche Staat daher an, das Unternehmen mit sofortiger Wirkung zu verstaatlichen. Diese Entscheidung der Bundesregierung wurde aus Sorge um die Versorgungssicherheit der Bundesrepublik getroffen. Die Vertreter der Regierung glauben, mit diesem Eingriff in die Eigentumsverhältnisse eine Stabilisierung herbeizurufen und drohenden Zahlungsausfällen durch staatliche Garantien abzuwenden. Cefe ist eine Tochtergesellschaft von Gazprom. Bei Cefe handelt es sich um eine Tochtergesellschaft von Gazprom. In Deutschland war dieses Unternehmen auch unter dem Namen Gazprom Germania bekannt gewesen. Die treuhänderische Verwaltung durch die Deutsche Bundesnetzagentur besteht dagegen schon seit April diesen Jahres. Diese Maßnahme war Voraussetzung, um staatliche Hilfen zu erhalten und nicht durch die Milliardenhilfen Russland zu helfen, größere Landgewinne in der Ukraine zu erzielen. Versuche durch Bankkredite oder Investoren, die Geschäftstätigkeit aufrechterhalten zu können, waren zuvor gescheitert. Es fanden sich keine Kreditgeber, die unter den gegebenen Umständen bereit gewesen wären, Kredite zu vergeben oder Investitionen vorzunehmen. Die EU gibt grünes Licht für diese Entscheidung. Das Okay zur Verstaatlichung von Cefe hatte der deutsche Staat zuvor auch von der Europäischen Union erhalten. Die EU-Kommission kündigte an, diesen Entschluss zu billigen und Deutschland bei diesem Vorhaben keine rechtlichen Hindernisse in den Weg legen zu wollen. Derzeit befindet sich Cefe in einer Umgestaltungsphase. Der deutsche Staat bringt zu diesem Zweck neues Stammkapital ein, um das Unternehmen lebensfähig zu halten. Geplant sei ein finanzielles Volumen von bis zu 225 Millionen Euro. Zusätzlich soll die KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau Cefe, einen Kredit in Milliardenhöhe stellen und damit sicherstellen, dass auch die nicht kommende Gasumlage kein Hinderungsgrund für die Rettung beinhaltet. Wir bleiben am Ball für Sie. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Über ein Like, einen Kommentar und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Abos sind kostenlos bei YouTube. Ein Kommentar würde mich sehr interessieren. Wie sehen Sie die Energiesicherheit zurzeit? Werden wir gut durch den Winter kommen? Sind die Gasspeicher voll gefüllt? Aber das sind nur maximal 2 Monate Volumen. Wenn wir einen harten Winter bekommen, wird das sehr, sehr, sehr schwierig. Auch so schon. Tja, haben wir unsere Zukunft verspielt oder nicht? Würde mich interessieren. Dankeschön auf jeden Fall. Bis zum nächsten Video.